willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Benefred. Und ja, was haben wir heute vor? Ihr habt gesagt in den Kommentaren in reichlicher Anzahl, mach doch mal bitte den Packer auf Level 6, Mami. Ja, habe ich gemacht. Er ist auf Level 6, da ist er, der Kleine. Er sieht so gut aus mit seinem dampfenden Schwert. Und ja, ich habe mir gedacht, jetzt machen wir heute mal auf jeden Fall, jetzt wollen wir ihn natürlich auch mal ausgiebig testen. Ich habe ihn jetzt ja upgradet, er ist jetzt auf Level 6, ich muss eigentlich noch ein bisschen sparen. Wir müssen mal ganz kurz, bevor wir loslegen, müssen wir eben gucken, was habe ich denn hier in diesem Dorf, wir bleiben heute auf jeden Fall erstmal in dieser Folge, in diesem Dörfchen hier. Was haben wir denn vor? Kanone? Boah, 8 mal 9,5 Millionen müsste ich sparen. Und einmal noch 10 Millionen. Der andere ist ja noch im Ausbau hier. Der andere Inferno-Turm, Level 4. Und ja, da würde ich mal sagen, die Helden sind noch kurz am Pennen. Ich habe das extra so vorbereitet, damit wir ein bisschen natürlich gleich mehr machen können. 1, 2, 3 Angriffe mit unseren Packers. Die sind alle schon hier in der Ausbildung. Ich bin schon fleißig am Produzieren. Und da würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut. Testen Sie dann gleich mal, wie stark Sie sind. Wir machen eigentlich im Grunde fast Packer-only. Ich habe 9 Stück, ich habe nur noch ein bisschen aufgefüllt, weil wir ja ansonsten 225 Platz haben. Und ja, kurzer Cut, Leute. Seid gespannt, wie sie abgehen werden. Ich werde es erstmal jetzt hier gleich testen. Bis gleich. Okay, Leute, diese Base würde ich ganz gerne mitnehmen, weil sie eigentlich relativ komisch ist. Es ist alles in der Mitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten... Warte mal, was habe ich in der Klammerburg? In der Klammerburg habe ich 7 Riesen drin. Ich habe Heilung dabei. Ich glaube, das könnte funktionieren. Wenn wir schon mal außen ein bisschen was wegmachen, dann könnten die Packer rein, theoretisch könnten sie in die Mitte laufen. Wo ist denn die Adlef? Okay, die Adlef ist da vorne. Okay, jetzt haben wir gleich keine Zeit mehr. Wir müssen loslegen. Oh, wir müssen sowieso loslegen. 1, 2, 3, die schicken wir mal dahin. Die Helden schicken wir ruhig mal auf die andere Seite, außer den Warden. Und schicken mal, warte mal, 1, 2, 3 und einen Packer. Okay, die Adlef ist noch nicht wach. Die Adlef ist noch nicht wach. Jetzt müssen wir da echt, es muss alles weg. Es muss alles weg an der Seite. Es muss echt alles weg. So, König schon mal zünden. Ah, die Adlerdev ist noch am Schlafen. Das ist sehr gut. Komm. Leute, die laufen sogar schon in die Mitte rein. Die laufen jetzt sogar schon in die Mitte rein. Wie geil ist das denn? Okay, ein Packer nach da. Die Frage ist, laufen sie in die Mitte. Bitte, Packer. Lauft in die Mitte. Sehr schön. Jetzt können wir das schon mal schön freezen. Jetzt können wir schon mal die Heilung draufschmeißen. Warte mal, Heilung drauf? Nein, den Warden, ich hab's verbockt, ich hätte den König noch heilen, beziehungsweise unverwundbar machen können. Leute, die Packer müssen jetzt rasieren. Die Packer müssen jetzt richtig rasieren. Los, Packer. Der Multi-Inferno dürfte kein Problem sein dafür. Das einzige Problem ist halt wirklich dann noch eher die Skelette. Die Skelette sind ein größeres Problem, aber wir haben das Rathaus. Zumindest haben wir das Rathaus, jetzt schon mal der andere Packer, bam, hau ihn kaputt. Hau den Magier, sehr schön, der Magierturm ist kaputt. Wie schnell die einfach mal die Mauern jetzt zerstören. Zack, kaputt. Ja, die Mauern sind auf einmal gar kein Problem. Ich zoome jetzt mal ein bisschen raus, dann sehen wir es mal noch aus der totalen... Genau, es lief einfach mal super. Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht ganz so viele Prozent und es lief eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Sie sind genau in die Mitte gelaufen. Wir sehen noch die Sprungzauber, aber sie sind sogar noch aktiv ein bisschen. Ja, sie holen es vielleicht nicht so viele Prozente, aber ist egal. Zwei Sterne können... es ist relativ verschachtelt. Deswegen werden sie wahrscheinlich nicht so viele Prozente holen, aber es ist so geil. Die Max-Packers sind so abgehen. Und wir werden... Warte mal, wir haben 9 Stück... Wir werden auf jeden Fall 18 Stück werden wir auf jeden Fall haben. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht lasse ich. Wir haben mehr. Wir werden sogar 27 Packer heute haben. 27 Max Packers werden wir haben. Komm, holt euch den Rest noch, Leute. Holt euch noch. Alter, ist so geil. Er sieht einfach so episch aus. Wie sie dann draufreschen. Oh ja, Magier. Genau, Magier. Du willst meine Packers vernichten? No. So nicht. Jetzt haben wir gleich die 2 Sterne, die wollte ich nämlich haben. Ja, da sind sie. Wie viel leben denn da noch? Also, beziehungsweise wie viele Lebenspunkte haben die denn noch? Der eine ist schon so ein bisschen angeschlagen, aber jetzt gibt, ich denke mal, 2 Schläge, dann ist die Kanone definitiv down. Yep. Kriegen wir den Max-Bonus? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kriegen den Max-Bonus. Okay, der eine hat noch Hälfte der Lebenspunkte, der andere? Wie viel hat der andere noch? Das sehe ich gerade gar nicht. Okay, der andere ist fast tot, leider. Nein, ärgerlich. Komm, mach das noch eben. Ja, ist auch kaputt. 59%. Also, so schlecht war das gar nicht mal. Jetzt muss ich nur gleich warten, bis meine Helden wieder wach sind. Da können wir nochmal loslegen auf jeden Fall. Alter, die sind so gut. Wir haben fast den ganzen Loot bekommen. Es sind noch 93.000 Elixier sind noch da, aber ansonsten war es okay. Es ist natürlich auch mega viel Elixier, ne, was wir jetzt hier gerade verbraten. Ey, wie lange der lebt? Wie lange der einfach mal lebt? Wie lange der gelebt hat? 62% ist okay. Ist okay, ein bisschen was mitgenommen. Ah, klar, es ist jetzt nicht so das meiste gewesen. War auch jetzt nicht so das meiste, was so generell verfügbar war. Ich wollte es aber bei der Base einfach mal testen. Wir fahren dann direkt mal nochmal an. Ich frage gleich nochmal direkt, ob ich noch jemanden angreifen kann. Das würde ich natürlich auch mal gerne testen.
Kann ich wen angreifen? Am besten 10er oder 11er. So, das wäre natürlich ganz cool, wenn wir das immer noch testen können. Jetzt sind die, ey, die sind fast schon wieder fertig. 15 Minuten, natürlich mit Boost. Und dann würde ich sagen, oh, wir haben einen Golem bekommen. Danke, das ist sehr gut. Wir haben die Truppen fertig, die Zauber sind fertig. Ich habe mich diesmal, habt ihr schon gesehen, habe ich mich entschieden für Erdbeben. Zauber können wir direkt nochmal welche nachlegen. Truppen. Ja, gut, klar, greifen wir einen Clan-Kollegen an. Dann machen wir den anderen Angriff. Ey, wir machen mal, genau, ich bilde nochmal so ein bisschen was hinterher aus. Machen wir ein bisschen was anderes. Ich brauche im Grunde, brauche ich Elixier noch? Ja, ich brauche noch Elixier, ne, für die neuen Truppen. Level, für die neuen Truppen Level. Okay, dann nehmen wir lieber was anderes. Dann nehmen wir wieder die guten alten Bowler. Dann nehmen wir die guten alten Bölökes als nächstes. Aber das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr sehen. Wir können mal noch gucken. 12 Minuten noch. Sehen wir hier, bis er wieder fertig ist, unser König. Der ist am Schlafen. Da ist er noch. Hat gegessen. Die Knochen liegen da noch. Ich habe jetzt, oh gleich, wir können Explode gleich angreifen. Warten noch kurz ab, bis der König fertig ist, beziehungsweise alle Helden fertig sind. Dann greifen wir noch an. Kurzer Cut, Leute. Bis gleich. So, sind wir da. Die Helden sind fertig. Wir können jetzt im Grunde noch, wir können noch einige Packers loslassen. 9 Stück haben wir gehabt. 18 Stück werden es gleich sein. 27 werden es am Ende sein. Wir gucken uns mal die Base an von Exploit. Ich hoffe mal, was ist denn das? Okay. Nicht gut. Ich muss, glaube ich, umbauen. Ich glaube, da muss ich umbauen. Alter, was ist das für eine Base? Okay, wir werden einfach... Okay, wir lassen es einfach mal so... Also, es wird doch nie im Leben funktionieren. Das wird, wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Hat er was in der Klamburg? Sollen wir spät? Aber wir sehen es ja nicht, ne? Wir sehen es ja nicht. Okay, wir lassen es mal so, wie es ist. Wir lassen es mal so, wie es ist. Die werden... Ich kann es jetzt schon mal garantieren. Es werden einfach alle Packers werden vorbeilaufen. Es werden alle Packers werden in einem Kreis... in einem Kreis um die Adler-Dev tanzen, aber sie nicht angreifen. Okay, wir nehmen ruhig die Adler-Dev-Seite. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich würde mal sagen, ey, wir machen mal was ganz Verrücktes. Wir nehmen alle Packer und so weiter und die Magier und nehmen dann als nächstes erst die Helden. Also den Warden nehmen wir schon direkt mit. Okay, das ist mein Plan. So. 1, 2, 3, 4. Da sprengen wir schon mal auf. Jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir das hinbekommen. Ich habe einen Golem. Den hat er mir sogar selber gegeben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, du noch hinterher. Ich muss echt an der Seite alles offen kriegen. Jetzt haben wir es. So, du hinterher. Ersten hinterher. Jetzt kann ich gleich eigentlich schon einmal... Ja, jetzt zünden wir schon mal eben schnell. So, schon mal freezen. Die werden, ich hab ja gesagt, die laufen. Ah, Scheißen, Scheibenkleister. Er hat tatsächlich in der Klamburg nur Ballons drin. Das ist nicht gut. Das bedeutet, wir werden relativ gut sterben. Wir werden relativ gut sterben. Wo habe ich denn noch was? Ich hab noch einen Wutzauber habe ich noch. Die Packers müssen sich jetzt mal ein bisschen beeilen. Oh, sie wären fast kaputt gewesen, die Ballons. Das ist natürlich jetzt, mein Ziel ist jetzt natürlich, so viel wie möglich da schon mal kaputt zu machen, damit gleich die Helden hinterher können. Aber es wird nicht klappen. Wobei, wenn der kaputt ist, naja, wer weiß. Ey, Magier, über dir, nein, ach du Dummkopf, lauf doch dahin und mach ihn kaputt. Ey, der hat gesehen, dass der Ballon über ihm ist und er hat es nicht hingekriegt. Okay, da ist schon mal was kaputt. Das Problem ist, die Helden werden jetzt niemals in die Mitte laufen, niemals. Ey, ich krieg sogar 50% alleine jetzt gleich nur damit. Okay, die Adler-Dev hat geschossen, jetzt muss ich mich beeilen. Oh, sie laufen sogar dahin. Sehr schön. Lauf. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen Tempo machen hier. Tempo-Bolzen. Aber der ist gleich down, der König. Schnell. Zünden. Ja, es ist im Grunde ja so gelaufen, wie ich das vorher gesagt hatte. Aber es ist egal. Es war auf jeden Fall ein lustiger Angriff. Ey, die Queen ist sogar noch... Oh, sie schafft sogar noch... Komm, ganz wenig noch. Ja, 2 Sterne. Ja, sauber, wir haben es hingekriegt. Alter, was ein Finish. Wir haben es noch hingekriegt. Ey, es war knapp, aber MLG-Move am Ende. Wir haben es noch umgerissen. Yeah, sauber. Ja, das war Packer Nummer 18. Das war Packer Nummer 18, jetzt folgen Packer 19 bis 27. Ich bin mal gespannt. Okay, wir werden allerdings nochmal eine kurze Pause machen. Ich will natürlich einen richtigen, passenden Gegner raussuchen. Deswegen, Leute, wir machen einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir noch die weiteren Packers drauf loslassen. Hat er noch was geschrieben im Chat? Moment. Wo ist der Chat? Wir müssen eben warten. Der Chat wird gleich... Nein, der kommt nicht. Wir gucken bei ihm noch nach. Was hat er geschrieben? Der hat geschrieben... Nix.
Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt noch einen kurzen Cut. Ich suche noch einen Gegner raus und dann bis gleich. Okay, das Warten hat sich definitiv gelohnt. Wir werden über 1 Million kriegen wahrscheinlich. Wir werden auch vielleicht kriegen wir auch 3 Sterne. Das wäre natürlich mega episch. Dann hätte es sich auf jeden Fall gelohnt. Dann wäre die Folge richtig gut. Von wo greifen wir denn mal an? Der hat die Helden eigentlich relativ mittig. Deswegen nehmen wir die Seite hier. 1, 2, 3, 4. Ah, ich habe leider nur 4 Stück, ne? Das ist... Oh nein. Ah, doch, es ist offen. Okay, ich dachte schon... Oh, ich dachte schon, ich hätte mich vertan. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt werden wir schon mal... Wir schicken mal einen Päcker vor ihm. So. Der soll jetzt mal eben ganz schnell schon mal was ablenken. So, wir müssen ein bisschen was frei machen. Machen Sie sich mal frei, bitte. So, ihr geht jetzt hinterher. Was machen wir denn jetzt? Ah, sie laufen schon so ein bisschen in die Mitte, komm. Lauft alle in die Mitte. Ich brauche euch alle in der Mitte, Okay, Königin hinterher, Ward hinterher, schnell. So, erst den Wut schon mal drauf. Ja, okay, sie könnten natürlich außen rumlaufen. Das kann passieren. Allerdings ist das dann in diesem Fall gar nicht mal, das ist gar nicht mal so schlimm. Jetzt müssen wir da schon mal eben, ich werde auf jeden Fall da mal schon was machen. So, Zyndikus. Ist natürlich nicht schlecht, wenn der Magierturm so ein bisschen gefreezed wird. Okay, das wird laufen. Da noch einen hin. Das läuft. Ich will 100%. Ich will auf jeden Fall 100%, ich will alles haben. Das könnte schwierig werden in der Mitte. Sie kommen, glaube ich, nicht so gut in die Mitte rein, aber es sind noch so viele Päcker da. Lol, die laufen... Was haben die denn für Laufwege, bitteschön? Lauf doch mal einmal... Also haben sie sich gedacht, ey, ich laufe noch mal einmal eine Kurve. Aber sie sind jetzt schon in der Mitte, das wird laufen. Warte mal, rauszoomen. Oben ist auch noch was unterwegs. Oben ist noch einer, das war's, komm. Rathaus ist jetzt gleich kaputt. Es ist eine komische Base, aber wir werden sie zerlegen. Wir werden sie komplett zerlegen. Ich habe sogar noch meinen Wutzauber immer noch übrig. So, da laufen sie alle in Reihe und Glied, laufen sie da rum. In der Mitte ist jetzt gar nicht... Okay, es war ein Overkill. Es ist gar nichts mehr da an Diff. Ey, das hat sich richtig gelohnt. 5,6 Millionen, es ist nicht mehr... Oh nein, ich glaube, meine Schatzkammer ist fast voll. Warte mal, dann können wir gleich sogar schon die Kanone starten. Nein, wir starten nicht die Kanone, wir starten den Bogenturm. Und zwar aus dem Grund, wenn der Bogenturm fertig ist, dann können wir ihn direkt aufleveln. Beziehungsweise weiterentwickeln, das ist geil. Dann können wir ihn weiterentwickeln. Und dann können wir direkt, aber dazu brauche ich erst den Bogenturm Level 6 in dem Bauarbeiterdorf. Dann können wir ihn weiterentwickeln. Hui, das ist gut. In diesem Clankrieg bin ich dabei, beim nächsten Clankrieg bin ich dabei. Dann haben wir vielleicht schon den, dann haben wir ihn noch nicht. Dann haben wir den weiterentwickelt noch nicht. Das waren über 400.000 jeweils. So, jetzt ist die Schatzkammer, glaube ich, wirklich rappelvoll. Mal gucken. Ah, noch nicht ganz. 2,7. Wir sammeln das jetzt mal eben. Oh, es fehlt nicht mehr viel. 8,7 Millionen, 9,5 brauchen wir. Wir haben schon wieder 6,5 Millionen zusammen an Elixir. Das ist sehr gut. Obwohl wir so viel ausgegeben haben. Das hat sich auf jeden Fall, Leute, das hat sich richtig gelohnt. Wir haben so viele geile Angriffe gemacht. Es hat sich sogar vom Loot gelohnt. Ich kann sogar noch was bauen hier. Sehr gut. Moment. Da, 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 und ein paar. 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen ruhig noch ein bisschen so wieder von der Taktik was mit. Ein bisschen Queenwalk. Kann nicht schaden. 1, 2, 3, 4. So, davon noch was mitgenommen. Und ja. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns natürlich um 17 Uhr wieder. Haut da rein. Einen schönen Tag noch. Bis später. Tschüss.